Sophie Tomala hier bei mir. Schönen guten Abend. Dir ist kalt. Ja, ist kalt. Du Arme. Soll ich dir meine Jacke geben? Nein, mach pass auf, solche. Okay, wir reden einfach ein bisschen schneller. Goldene Henne, du bist ja selber Schauspielerin. Wie sieht's bei dir momentan aus? Was machst du? Mir geht's hervorragend. Da habe ich gerade Episodenhauptrolle Alarm für Cobra 11 gedreht. Jetzt drehe ich wieder Bergdoktor, wieder weiter und dann geht's auch schon mit dem Jahresende hinzu. Dann kommt erstmal Weihnachten, Familiengedöns und dann kommt erstmal Silvester und dann gucken wir, was nächstes Jahr passiert. Bist du so jemand, der dann über Weihnachten auch so ein bisschen ruhig macht, so ein bisschen zur Besinnung kommt? Muss man ja gar nicht, weil alle anderen arbeiten ja auch nicht. Also man ja zum, also von daher, anderen und die ganzen Produzenten und die ganzen Filmleute, die feiern ja auch Weihnachten. Also muss ich mir keine Auszeit nehmen. Ich habe gerade gesehen, du hast eine kleine Tätowierung im Nacken. Ja, die sind ja nur alt jetzt. Aber ich wollte gerade sagen, du zeigst sie. Du trägst deine Haare ja trotzdem darüber. Bist du auch Anhänger der Generation? Also ich muss dazu sagen, ich bin selber tätowiert auch am Rücken und man sieht das auch. Bist du so jemand, dass du sagst, Mensch, es gehört dazu, wir sehen heutzutage alle so aus. Findest du auch, man muss es nicht mehr verstecken? Man muss es überhaupt nicht. Ich hatte da Diskussionen drum. Echt, ja? Aber gut, dann muss ich mir halt die Tätowierung zwischen den Beinen stechen lassen, damit es keiner sieht. Ich meine, man macht es letztes Jahr machen. Würdest du darüber nachdenken? Nein, natürlich nicht. Aber man lässt es ja nur machen, damit es andere sehen. Von daher. Auf wen freust du dich denn heute Abend? Ich freue mich auf ganz viele. Also ich habe mit vielen gesprochen, die auch da sind. Und mal gucken, was der Abend so bringt. Aftershow-Party? Mal gucken. Wir sind eins. ARD.